Gesagt, getan. Ein wunderschönes Hallo bei 7 Days to Die. Der Baum kommt weg. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Oh je. Was machst du, schönes Phase? Ich versuche, einen Zombie zu erledigen. Ja, Betonung liegt auf Versuchen. Dabei wird es vermutlich auch bleiben, oder? Oh. No. Ne, jetzt habe ich ihn. Ah. Für eine Dose Thunfisch. Ja, immerhin, besser als nichts. Das dachte ich mir dann jetzt auch, ja. Und was zu essen. Spannung, Spiel und Spaß. Ja, und Schokolade. Thunfisch-Schokolade. Mmh. Also so ein Ü-Ei, also so ein ganz normales Ü-Ei, aber komplett gefüllt mit Thunfisch. Ja. Ah, oh, schönes. Das hat dann nicht jeder. Nee. Boah, stell dir das mal vor, beißt da so rein? Und ich habe wieder Baumsamen, das ist auch ganz schön. Irgendwas wollte ich doch bauen. Ach, Pfeile wollte ich damit bauen, vermutlich. Wie viel hab ich? Ah, nee, einen Bogen wollte ich bauen. Nee, bin schon auch nicht mehr auf dem Dampfer, du. Bogen, Pfeil, So. Der war scheinbar noch nicht ausgewachsen. Och, der arme Baum. Nee, der Bogen. Der Bogen war noch nicht ausgewachsen. Ach so. Was rede ich denn hier? So. Kann man mitnehmen, kann man mitnehmen. So. Hab ich den jetzt? Hab ich sogar. Dann nehme ich das mal so mit. Ah ne, drüben. Na egal. So, Vogelnest. Das war leer, okay. Wir haben halt noch Haufen Häuser zum Luden, ne? Irgendwie. Ja, das stimmt. Da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben. Ich meine, ich bin schon wieder dabei. Ich mache jetzt gerade hier das Hotel, zumindest die untere Etage. Genau, nee, wollte ich dann auch gleich mal machen. Also nicht das Hotel, da wärst du jetzt oder schon. Oh, viel Spaß wünsche ich dir. Bitte was? Da kommt gerade eine Armee von 4-5 Hunden angerannt, direkt in deine Richtung, wenn ich das richtig deuten kann. Noch bin ich ja versteckt. Okay. Ich höre sie schon. Die waren so zielstrebig, deshalb dachte ich. Das könnte was für dich sein. Jawohl. Hier. Ja, guter Hinweis. Ja, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich höre es jetzt sogar tappeln. Tappel, tappel, tappel. Aber ich bin ja auch verstecken gegangen und dann. Sehe ich dann noch nicht. Wenn du auch verstecken gegangen bist, dann ist natürlich. Ja. So, jetzt. Ja, natürlich! Bitte was? Da klopfe ich an die Tür, da kommt ein Zombie-Ide hier aus dem Dach gesprungen. Das war hier wie nennt man das? Ach, weiß ich nicht. Ach so, aber der Kasper, der aus der Box springt, wenn man so rumdreht. Ja, der, ach genau. Wie heißt denn der? Ich weiß auch, auf Englisch heißt der Jack in the Box. Genau. Ich. Das hatte ich jetzt auch gerade im Kopf, aber. Kommen die jetzt auf einmal alle her hier? Gut, ich meine, ich habe auch ans Scheunentor geklopft, da darf ich mich eigentlich nicht wundern. So. Oh ja, Cowboy-Stiefel, das passt ja.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wenn man die gleich frisch gemacht hat, genau, dann gibt es diesen einbatzen Tierfett. Wen frisch gemacht hat? Zombies, wenn man die frisch auseinander nimmt, dann... Ach so. Dürfen wir nicht so lange liegen, sonst fließt Fett davon. Ja, so ungefähr. Oh ja, gut. Scheint hier die Logik zu sein. Na, die hat jetzt zum Beispiel nichts gegeben. Ich habe mir aber die Tür aufgemacht, das ist schon mal angenehm. Ja, das lasse ich jetzt auch mittlerweile öfters mal machen, dass die Zombies doch bitte die Tür aufmachen sollen. So. Oh, Klebeband. Das kann man nicht mitnehmen. Das hatte ich jetzt auch, genau. Hallo, ist hier noch jemand? Ist da noch wer? Nee, das sah jetzt nicht danach aus. Na komm. Hallo. Duden kann auch ein bisschen hoch. Langweilig sein, irgendwie manchmal. Da, und hier und. Naja. Okay, hab ich jetzt nicht verstanden. Was? Das Duden kann auch manchmal langweilig sein. Ja, ja, klar, aber. Muss halt gemacht werden. Oh, ein Eimer Farbe. Rosane Farbe. Super. Farbe. Ja, aber rosa. Oder entspricht die Farbe der Farbe gar nicht? Weiß ich nicht. Entspricht die Farbe der Farbe? Die Farbe der Farbe? Der Farbe? Genau. Denke ich nicht. Das kann ich zerlegen. Kann ich hier... Ah ja, komm. Was soll's, brauchen wir eh. Stopp, stopp, stopp. Oh. Okay. Das war ein Kopfschuss. Noch was oder ist das dann leer? Nee, das ist. Muss ich mir jetzt angucken. Och, das ist ja cool. Das haben sie wohl jetzt geändert. Früher konntest du ja dann einen Plan zigmal lesen, erstmal deinen Dings aufleveln. Ja. Was ist nie? Hast du gelesen, hast du nicht gelesen? Ist ja auch was gerade gefunden, das habe ich schon mal gelesen und dann macht er mir das auch. Sehr gut. Das hat. Ist gar nicht schlecht. Hatte ich ja in der ersten Staffel sogar noch bemängelt. Ja, haben sie dir zugehört, ausnahmsweise mal. Na, so gehört sich das. Gut, wenn man so ein Pro-Gamer ist, dann könnt ihr euch mal zuhören. Ja, klar. So. Natürlich hat sie nichts dabei. Na komm. War das doch schon? Zwei Schüsse für einen Streuner, das ist okay. Was ist das denn für eine Hütte? So, ich riskiere es auch nochmal hier mit der Holzkiste, aber ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Natürlich! Ein Wandofen! Hä? Toll! Warst du gerade bei mir? Nee. Ist irgendwas zerplatzt? Die Stimmen, die du hörst, sind nicht meine. Und im Wandofen war ein Wasser. Das ist, ne? Aha. Passt. Das ist leer. Was haben wir denn hier? Hallo? Hat irgendjemand was mitgenommen? Pfostentechnisch? Ja, da warst du schon, scheinbar. Das kann sein. Mütz. Mütz. Habe Mütz mitgenommen.
Leerer Kühlschrank, hier warst du garantiert. Bist du im Hotel oder was? Nein. So. Was soll ich dir da sagen? Und da habe ich jetzt alle Zimmer in der unteren Etage durch. Ja. Leere Handtasche. Da müsste ich doch jetzt stufenweise runterkommen. Ja. Hä? Ja, hä? Eine Tür, da hüpft da so ein Zombie rum, das sah gerade ganz komisch aus. Nichts Neues, komisch rumhüpfende Zombies. Ja, es gibt bei dir irgendwie Standardware. Was? Gar nicht. Hätte ich ständig damit zu tun. Überhaupt nicht und so. Nö, gar nicht und so. Jetzt ist mir gerade mein Timer abgeschmiert. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang die Folge ist. Na toll. Mach mal einfach mal so nach Gefühl, ne? Ja. Aber nicht mein Gefühl, bitte. Ich hab keine Ahnung. Na komm. Ja, schön daneben. Was ist das blöde Sandwich da drin hat? Sandwich? Was, ich? Ja. Ja, Sandwich ist gut. Sandwich ist wichtig. Quatsch. Sandwich. Nee. Die gute Portion Sand am Tag kriegst du nur durch Sandwich. Jetzt Sandwich kaufen. Ach so. Ja. Nee, jetzt gar nicht mehr. Jetzt will ich es nicht mehr. Was ein Schwachsinn. Was? Ja. Schwachsinn? Das ist so die Sorte Werbung, wo man dann sagt, ach nee, jetzt doch nicht mehr. Ja, genau. Ich hatte eigentlich vor, aber nach der Werbung nicht. Seitenbacher ist er auch so, oder? Ja, ja, ganz toll. Spezialist. Wird nie gekauft und werde es noch nie kaufen. Nee, ich auch nicht. So eine Anti-Werbung, die sie da machen. Ja. Was ist das denn? Also, so ein Cowboy, der ruht sich hier ein bisschen aus. Ach so, macht Siesta in der Sonne. Ja, sozusagen. Cool. Wenn wir jetzt auch von der Seite reinkommen. Na, aber ein bisschen Teil gesammelt auch, okay. So. Was habe ich denn hier noch? So, dann haben wir hier ein bisschen was eingesammelt. Ich dachte gerade, ich komme durch die Hintertür besser rein, weil es nämlich nur so ein kleines, billiges Gitter. Das hat aber eine Stärke von 2500. Ach so. Natürlich. Das hat dann wohl nicht geklappt. Warst du das gerade? Ja. Ja. Gerade ein sehr komischer Ton. Also, ich muss es ab hier dann jetzt ankündigen. Wenn ein Schnitt kommt und ich mich nicht verabschieden kann, nicht böse sein, aber wie gesagt, der Timer, der wollte nicht mehr so richtig. Der Timer ist im Eimer. Der Timer hat das Zeitliche gesegnet, das ist auch schön. Ja, die Zeit vom Timer ist abgelaufen. Ja, genau. Zeit ist für ihn gekommen. Ja. Und ja, deshalb werde ich dann vermutlich irgendwann einen Schnitt machen, deshalb nicht böse sein. Und wenn doch, dann einfach bitte richtige Hate-Kommentare in die Kommentare hier unter das Video. Dafür ist es da. Wie sich vermutlich einige denken. Mal so richtig pushen. Pfeileisenspitze. Ja, auch okay. Aha, Kleber. Kleber. Klaus Kleber. Gundula Gause. Gibt's den Klaus Kleber eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr. Ja. Also, nicht mehr im Dienst. Genau. Wir wollen jetzt hier keine schlechten Nachrichten verbreiten. Wobei, wenn das Video rauskommt, weiß man auch nicht, was dann da aktuell ist. Ja. Oh, ein Messer, das freut mich. Deshalb kann man ja einfach schon mal mutmaßen, so frei heraus. Ja, genau. Das haben wir dann hier schon gewusst. Auch interessante Geschichten. Viele Presseagenturen oder eigentlich alle machen das, dass sie einen Nachruf von berühmten Personen schon im Vorfeld verfassen. Weil irgendwann ja auch klar ist, vor allem wenn die berühmten Personen ein gewisses Alter erreicht haben, dass da jederzeit irgendwie das Licht aus sein kann. Und bevor man da lang was schreiben muss, und das dann so noch lang dauert, kann man das auch im Vorfeld machen. Ist ja legitim. Mhm. Nur ist es dann schon
ein, zweimal passiert, dass dieser Nachruf dann schon frühzeitig irgendwie ans Licht kam oder eben verbreitet wurde. Und dann die entsprechenden Personen den schon gelesen haben. Und das war dann tatsächlich der ausschlaggebende Grund für manche, dann einen Lebenswandel zu vollziehen. So ist es wohl auch, wenn ich mich recht entsinne. Oh! Airdrop! Ganz in der Nähe! So ist es dann wohl auch mit, wie hieß er nochmal? Alfred Nobel? Oder Alfred Nobel? Also der Nobelpreis geschehen, weil dann der Nachruf etwas negativer ausgefallen ist, was er nicht so gut fand. Und wollte eben nicht damit dann im, also mit diesem Nachruf oder mit seinen Taten, die dann im Nachruf beschrieben wurden, im Gedächtnis der Leute bleiben. Deswegen hat er sich nochmal gesagt, okay, was kann man denn Gutes machen? Und so ist dann der Nobelpreis entstanden. Das ist natürlich eine Story, das ist ja interessant. Ja. Rennst du zum Airdrop? Nö, wieso soll ich denn? Ich schon. Ach so. Ja, aber wir können uns auch mal treffen, dann tun wir mal so, als ob das nicht ein Multiplayer Let's Play ist. Ach Quatsch. Let's Play together. Wir sehen uns doch eh nicht. No. Aber meine... Ja, das stimmt. Ich sehe dich schon, du mich nicht. Ja. Du hast einfach keine Augen. Das haben wir ja schon festgestellt. Hallo, Zombie. Oh, ich habe auch keinen Platz mehr im Inventar. Ja, ah, ich ja. Noch. Hä? Du hast ich Platz. Noch. Ja, das ist doch gut. Ja. Aber ich wollte trotzdem mal vorbeikommen. So ein Airdrop soll es reichen. So. Das sah doch gar nicht so weit weg aus. Wo ist das denn jetzt hier? Ja, es sieht schon weiter jetzt. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken, ob es da drauf ist. Ja, sollte schon. Ja, doch, es geht. Ich glaube, sie... Bald. Nee, das ist ein Busch. Ach, noch außerhalb. Oh, ich noch ein Stück. Habe ich was zu essen? Zu trinken habe ich was. Okay. Naja, gut, dann... Das Wandern ist das Müllers Lust, ne? Ja. Gut, dass ich kein Müller bin, aber... Bist du schon gleich da oder ja, ja. Nee, ich sollte mal klar sein. Ah, ja. Diese dampfneblige Atmosphäre hier ist ja schön und gut, aber ihr könnt jetzt langsam mal eine andere auflegen hier. Was hast du denn als? Du siehst deine Mitspieler nicht dampfneblige Atmosphäre? Ich hab das alles hier nicht. Ja, es ist halt alles so ein diesiger Hintergrund hier. Ja, gut. Und es ist auch nicht sonderlich hell, aber. Hä? Von Lichtstimmung. Hast du das denn schon wieder verstanden? Ich hab nur hell verstanden. Hell? Nee, hat nichts mit mir zu tun. So, na gar nicht schlecht. Jetzt haben wir Antibiotika und Erste-Hilfe-Kästen. Okay. Und. Brauche ich auch nicht mehr vorbeischauen. Scharfschützengewehrlauf und einen Messbecher für unser Lagerfeuer. Lagerfeuer! Yay! Coole Sache. Ach so. Dann kann ich das zerlegen. Blub, 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 blub. Lederponcho. Ja, gut. Okay. Irgendwas hatte ich doch noch hier. Scheinbar aber nicht. Hopsa. Was machen wir denn jetzt? Das ist die... Oh, da hinten ist so ein Schneeberg. Hallo, Herr Schneeberg. Was? Meinst du einen Gegner? Nein. Ein Berg mit Schnee drauf. Schneeberg. Ja, schön. Ne? Holz müsste ich vermutlich auch wieder... Okay. Stein müsste ich vermutlich auch wieder sammeln. Da musst du hier die Bausteine, die da auf dem Boden rumfliegen. Ja, ja. Mache ich schon immer. Aber hier so diese Steine in der Natur, die bringen tatsächlich mehr. Auch sowas wie Nitratpulver, Eisenteile, Kohle. Ne? Ja. Ne? Jo. Ja, ne? Ach,
jagen hier irgendwie so ein Hirsch oder sowas. Die haben die Viecher ordentlich dezimiert. Mal Fleisch essen, meinst du? Ja, würde dir mal was bringen. Hm. Oder nicht? Doch, doch. Feinen Bogen haben wir ja beide jetzt. Na.